April, der Machtwasser bin. Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier bei mir aus der Wallerwelt 2.0. Mein Name ist Johann Troppacher und wir gehen es heute mal an aufs Frühlingsangeln auf dem Waller, auf dem Wels. Ja, schauen wir, was passiert. Kommt einfach einmal mit. Action! Das Angeln im Frühjahr ist beim Welsangeln, Wallerangeln extrem kompliziert oft. Denn es liegt einfach daran, wo sind die Waller? Sie verlassen ihre Winterburgen, gingen nachher ab 12, 13 Grad auf Nahrungssuche. Warum? Dazu später. Wo ich die Waller jedes Mal vermute, ist natürlich, so wie da im Hintergrund, versunkene Bäume. Überall, wo der Weißfisch jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn der Frühling jetzt da beginnt, alles wird grün, alles fängt zum Leben an, auch die Weißfische fangen sich zum Bewegen an und natürlich dahinter sind unsere ganzen gebartelten Freunde. Ein ganz cooler Tipp ist, sucht versunkene Bäume, sucht Hindernisse, wo sich die Weißfische einstellen und da findet ihr im Frühling auch eure, ja, eure Waller, eure Wälse. Das Frühjahr ist natürlich jetzt immer schwierig, was ich vorher schon im Video erwähnt habe. Wir sind jetzt am Platz angekommen und wir sind jetzt am Überflutungsgebiet. Wir haben extrem Hochwasser jetzt wieder gehabt, das Wasser fällt. Wir sind jetzt in einem Kanal bei mir am Oberlauf, wirklich weit vom Camp entfernt. Und heute möchte ich einmal was probieren. Und warum ich die ganze Sache jetzt auch probieren möchte, dazu komme ich gleich. Das Frühjahr jetzt ist eine der produktivsten Geschichten, das Wasser hat 11, 12 und jetzt bald 13 Grad. Und das ist genau das, was unsere Waller jetzt in Wallung bringt. Denn die Produktion von ihren Eiern und etc. Das fängt jetzt da gerade einmal an. Die fangen jetzt an, für die nächsten Wochen sich schon auf die Laichzeit vorzubereiten. Und genau 13 Grad, 12, 13 Grad ist genau dieser Knackpunkt, wo die Waller richtig zum Fressen anfangen, weil sie jetzt in den nächsten paar Wochen richtig Nahrung brauchen, weil die nächsten paar Wochen und dann 18 bis 22 Grad, wenn sie zum Laichen beginnen, wenn dieses Liebesspiel beginnt, müssen die Waller natürlich extrem viel Futter zu sich nehmen. Ein Drittel vom ganzen Jahr fressen die Waller jetzt in dem nächsten Monat ab 13 bis 22 Grad und auch ein bisschen danach, weil ihnen dieses ganze Liebesspiel extrem viel Energie kostet. Ihr kennt die Waller, habt ihr schon gesehen, wenn die zerbissen sind, die paaren sich und dann dauert es bis zu 3 Wochen. Was wir jetzt wissen, gefährliches Halbwissen bitte, ich bin kein Wissenschaftler, aber was ich einfach beobachtet habe, dass die Waller nachher extrem viel Energie aufwenden, dass sie das Liebesspiel nachher auch ja, durchziehen können und andere Babys, andere Eier durchbringen. Und genau deswegen sitzen wir jetzt auch hier da in unserem Überflutungsgebiet, in unserem überschaubaren Überflutungsgebiet. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, die Köderfische stehen teilweise bei reingebrochenen Bäumen. Im Hintergrund setzt die ganzen Bäume, die kippen schon. Dieser ganze Kanal ist voll mit toten Bäumen. Und da stehen auch die Weißfische und dahinter stehen die Waller. Weil jetzt das große Fressen hoffentlich beginnt. Und ich bin jetzt da wieder mit einem guten Freund von mir unterwegs, den habt ihr im vorigen Video vielleicht schon gesehen, aber er bleibt im Background. Wir probieren heute was aus und warum ich die ganze Sache jetzt auch ausprobiere, ganz einfach. Ich mache heute etwas anderes, als wie es der Rest von meinen ganzen Gruppen hier macht, um zu schauen, ob etwas anderes auch funktioniert, um die, was jetzt bei mir da sind, die ganzen Gruppen da und auch die, was jetzt nächste Woche wieder kommen werden, up to date zu halten, dass ihr am Fisch bleibt, weil ja, was soll ich sagen? Alle fischen Oberfläche, ich fische Stein. Und wie schon am Anfang vom Video gesagt, April, der macht, was er will. Das machen auch genauso die Waller. Kein Jahr im Frühjahr ist dasselbe. Und deswegen ist immer wichtig,
dass man einfach am Ball bleibt, dass man einfach im Frühjahr einfach alles mitnimmt. Deswegen ist man meistens auch mit dem Auto beim Anreisen überladen, weil man sagt, okay, Stein oder... Vergesst das. Ihr setzt die Situation, wenn sie ans Wasser kommt, was das Wasser gerade macht, und dann kann man nur wieder vermuten, was die Waller machen. Wir haben die letzte Zeit jetzt wirklich viel an der Oberfläche probiert. Wir spannen jetzt auch Oberfläche raus, aber wir werden heute auch unter anderem zwei Steinmontagen setzen, weil die sind die letzten Wochen jetzt nicht gegangen. Und vielleicht bringt es einen Fisch und vielleicht bringt es auch keinen Fisch. Aber wenn es keinen Fisch bringt, bringen wir das Video trotzdem, weil ich euch wirklich auch zeigen möchte, was Wallerangeln ist. Und das gehört leider oft auch dazu, dass man einfach nichts fängt. Ausprobieren beinhaltet oft, dass man einfach auch blenkt. Warum ich jetzt da gerade da wieder, wie im vorigen Video, was ihr schon gesehen habt, die Blackhead Freestyle Bank Angel, die was wirklich ein weicher Stecken ist, deswegen, weil ich nicht nur große Fische fange, sondern auch hin und wieder mal einen kleinen. Und das ist einfach nur genial, die Rute, weil da machen die kleinen Fische genauso Spaß, weil die Rute etwas weicher ist und nicht so ein massiver, steifer Prügel wie früher unsere Godzilla, die was für Festbojenmontagen in Spanien für so richtige 10 Kilo Prügel vor Karpfen als Bites ausgelegt sind. Nein, wir machen auch kleinere Fische mit 1,20 Meter, 1,50 Meter mit so einer Rute schon Spaß. Und natürlich, wenn wir es uns aussuchen könnten, würde jeder natürlich sagen, ja, okay, ich bevorzuge einen 2-Meter-Fisch, aber dem ist nicht so. Und ich bin heute nur draußen, dass ich einen Fisch fange. Egal wie groß. Und nach dem ersten Fisch arbeiten wir dann an der Größe. So, nachdem, dass wir uns gestärkt haben, danke Chris. Mein Streichwurst und Leberstreichwurst-Dealer des Vertrauens. Gängen wir jetzt an, wir bringen jetzt den Stein raus. Alle fischen jetzt beim fallenden Wasser, Überfluter, fischen alle mittlerweile nur mehr an der Oberfläche. Wir probieren jetzt unsere neuen U-Posen aus. Neue U-Posen, ihr seht, die ist schon ziemlich benutzt und gebraucht, die war schon ziemlich oft fängig. Versuchen wir jetzt einfach auf U-Posen. Und jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp, weil es immer geheißen hat, man soll kurz und kurz und kurz binden. Wenn ihr es jetzt einmal länger anbindet, vor allem wenn ihr Mittellauf angelt, wo wirklich viel Druck drauf ist und die Fische wirklich alles checken, bindet es länger. Denn wenn da, so wie da jetzt der Karabiner, zu kurz gebunden ist und du hast eine Strömung, machst du die ganze Zeit tak, 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 tak. Und das ist einfach so, wenn du den Stein absetzt, deswegen bindest du das so lange, dass das nicht passieren kann. Dass dieses tak, 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 sicher ist der Weg jetzt ein bisschen länger, aber es ist wieder ein bisschen ein Umdenken und ein Experimentieren von mir. Danke Marcella für den Tipp, habe jetzt ein paar Mal ausprobiert, habe ich auch natürlich gefangen. Ist immer cool, weil ich natürlich im Camp immer wieder mit Top-Anglern zusammenarbeiten kann, darf und mich auch immer weiterentwickeln. Und oft sind alte Sachen wieder bewährt, wo die Neuen gar nicht drankommen. Also, die, was es nicht verstehen, den Wirbel wirklich so weit anbinden, dass wirklich der Wirbel nirgends am Stein, wenn ein Zug drauf kommt, irgendwo klopfen kann. Versucht es einmal aus. Der eine hat sie aber lieber kürzer und der andere hat es lieber, ja, länger. Und jetzt bringen wir endlich die Ruten raus. Danke. Warte, aber ich positioniere mich, der Fisch ist jetzt schon im Wasser. Ich suche jetzt genau da, ist ein Auslaufsgebiet, da kommen von den Pappelwänden des Wassers raus. Fisch ist im Wasser. Ich habe jetzt einen Stein mit einer 40er, 50er Reißleine und lasse den Stein jetzt genau deswegen so ab. Ich bin jetzt genau auf der Kante da, lasse den Stein jetzt ab. Das Wasser drückt nachher da raus. So. Wenn der Stein jetzt unten ist, kann ich den mit der 40er Reißleine tasten und merke, okay, er kommt hoch, wir sind genau auf der Kante. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Stein. Der zweite Stein hat von uns diese Swivels. Und jetzt sage ich euch gleich warum. Wir fahren jetzt am nächsten Baum da ran, habe hier die Schnur, fahre nach vor. Ich denke, das wird sogar da jetzt reichen, oder? Klingt den jetzt einfach ein. Und setze jetzt einen zweiten Stein rein. Nur, dass ich jetzt hier, weil wir jetzt hier so wenig Strömung haben,
einfach keinen Vermankerer zusammenkriege. Felix hat alte Routen von uns. Die setzt jetzt da oben noch im Baum rein zum Umlenken. Ganz genau, einfach nur über den Baum drüber legen. Der Frühling macht es einfach möglich, dass man jetzt schön bei den Blättern den auch einfach wieder rausbekommt. Und jetzt hat man vorne den Köderfisch, danach den Stein. Alles liegt am Grund. Köderfisch wird mit der U-Pose auch im leicht strömenden Wasser nach oben gehalten. Und wir können ganz normal zurück zum Boot fahren. Mit Umlenker. Keine Gefahr von Vermankerungen, keine Gefahr, dass uns jemand mit dem Boot reinbrettert. Und maximale Erfolge erwünschen wir uns jetzt dadurch, dass wir extrem weit weg sitzen, dass es schön leise ist. Wir testen und testen und testen. Es hilft nichts. Ist einmal so. Wir legen die jetzt ab. Aber wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir beide alleine nicht trinken. Generell. Generell, aber ab und zu. So. Wie die Profis, nicht mal eine Zange haben wir am Boden. Kein Messer, nichts. Alles da, alles da. Wir haben gar nichts da, das liegt alles im großen Boot. Ja super, du bist gut. Perfekt. Aber das stopperst du nicht. Ich hab alles drin, aber knippigst du, ich hab alles da. Ja, ich bin glücklich, ich hab alles, was ich brauche. Der Frühjahrstipp von mir, sobald die Sonne rauskommt, nach ein paar Tagen Regenwetter, ist es meistens so, dass irgendwann gleich mal ein Routen krumm geht. Die Sonne kommt jetzt wieder, es passt jetzt perfekt, wir haben kurz nach 6, setzt jetzt noch kurz den anderen Stein. Dann noch zwei Oberflächenmontagen und dann ist Ruhe am Wasser. Dann hoffen wir, dass die Routen krumm gehen. Schauen wir mal, ob die ganze Geschichte aufgeht. Wir fischen jetzt um die Ecke. Drei hoch, drei runter. Go. Ist ja schon fertig und alles? Nein, oder? Nein, gar nichts. Passt. Es ist natürlich super, wenn wir wieder nichts fertig kommen, jetzt, Herr Profis. So, zack, wir sind jetzt da genau. Ah, der setzt mir jetzt da rein auf die Kanten von vorher. Oh, lass ab. Ja, das habe ich jetzt auch so gesehen. So. Jetzt runter, direkt an den Büschen auf. Boah, 6,80 Meter. Schlagschnur. Schlagschnur. Ja, wir sind frei. Boah, der Stau ist, der Boden ist stauhart unten. So. Und zwar, nachdem wir solche Profis sind, haben wir natürlich wieder nichts fertig. Dadurch, dass wir jetzt wieder flussaufwärts fischen, bin ich mal einen ganz simplen Umlenker. Schlaufe den da jetzt einfach ein. Und fertig. Felix gibt mir die Schnur. Die Schnur. Haben wir so. Spannung. Schnur. Einklinken. Fertig. So. Und return. Schaut, dass ihr immer auf Spannung bleibt. Und dass euch nichts abrammt damit. Schau mal bitte, dass du das drüber hältst. Ja, genau so. Wichtig, dass es auf Spannung bleibt. Wir haben da jetzt darunter zu keine Hindernisse, deswegen fische ich jetzt auch nur einen Einzelhaken. Weil wenn der Fisch noch enthängt, kann er sich nirgends verhängen. Das heißt, er reißt ab, wir ziehen an, drücken an und brauchen keinen Fixumlenker, dass wir herfahren müssen, sondern der Fisch wird uns mit der Strömung entgegenkommen. So ist ja die Erfahrung. Schlagschnur ist deswegen drauf, dass der, wenn er da reingeht, dass wir den auch rausarbeiten können. Und wenn er wirklich drinnen steckt, haben wir da hinten einen Anker, dass wir mit dem Anker arbeiten können. Also Sicherheit geht immer vor. Ja. Haben Sie gesagt, kriegt man alles raus. Ja. Wir schon. Bisher glaubt's. Bisher glaubt's, klappt. Und sonst müssen wir halt runter toren. Aber. Hängen wir die da oben jetzt noch hin? Ja. Da oben war das schon hoch. Müssen wir. Da fährt keiner mehr rein. Na. Wichtig ist, dass ein Stöckeli, dass man einfach zusammenarbeitet und dass man das Boot auch kontrollieren kann. Weil wenn ich jetzt Gas gebe und der steckt aus bei 11 Grad, Wassertemperatur 10, 24, ist das glaube ich nicht so angenehm. Rote scharf. Jetzt kommen noch die letzten zwei Oberflächenrouten.
Sodawasser. Es sind jetzt aber die ersten drei Steine gelegt und wir positionieren jetzt natürlich noch, weil wir die Möglichkeiten haben von 6 Routen, wir positionieren jetzt noch 2 Routen auf Oberfläche, dass wir natürlich das ausmachen, was die letzten Tage ja, den einen oder anderen Fisch gebracht hat. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert. Da nehme ich jetzt natürlich auch noch mit. Jetzt sparen wir noch 2 Oberflächen ab und dann schauen wir weiter. Nehmen, dass wir da jetzt keinen Ausleger und gar nichts brauchen. Wir sind einfach wieder die praktisch denkenden Minimalisten. Kann man das eigentlich da auch wegbrennen, gell? Zack, binden wir das direkt ein. So, dass es hält. Perfektion. Und jetzt brauche ich bitte einmal noch mein Feuerzeug. Und zwar mein Wallerwelt 2.0 Feuerzeug. Ja, bitte. Siehst du? Auch wenn man Schere und Messer nicht eingesteckt hat, kennt mich immer, wenn es eingesteckt, nur jetzt nicht. Wir fischen jetzt direkt auf dem Holz. Gehen in die Hauptströmung raus, dort 6 Meter und wir bieten den Fisch jetzt auf 3 Meter an. So. Gehen wir auf Spannung. Und. Das war's. Perfektion. Hängen wir nicht, gell? Ja. Könnt ihr jetzt da nochmal hinschauen? Schaut zwar jetzt alles so ein bisschen semi-professionell aus mit unseren Schlaufen, ach, aber. Was? Das fängt. Der fängt hat recht. Scheiße. Naja, man muss es einmal so machen, was wirklich real life ist, dass ihr wirklich seht, dass man da nicht mit einem Zentimetermaß alles ausmessen muss, sondern. Man muss einfach nur praktisch denken und sich einfach zu helfen wissen. Und das passiert immer wieder. Ich fahre nicht noch dreimal zurück wegen einem Messer oder wegen einer Schere. Aber wir sind ja so intelligent, dass wir auch nicht vorher noch wieder Schere mitnehmen. Ja, da fällt mir nichts ein. Aber jetzt haben wir die letzte Route. Und jetzt schauen wir, was passieren wird die Nacht. Oder? Ja. So. Wisst ihr, warum ich gelbe Ruten fisch? Das ist ein Find in der Nacht. Ganz einfach. So. Und. Action. An every day keeps the doctor away, gell? Das waren die letzten Vitamine für die ganze Woche. Na, Spaß beiseite. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend und hoffen, dass einer von unseren Routen jetzt krumm geht. Schauen wir mal, was passiert. Wenn was passiert, seid ihr natürlich live dabei. Schauen wir, ob die Rechnung aufgeht. Ja, der zählt. Der zählt. Warte, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Oh, der Felix ist schon hoch. Alter Felix. Ja. Fällt fast ins Boot. Ich mache für die Kamera, Sabrina. Felix macht den Rest. Ich geht's so. Warte, ich geh noch vor. Jetzt geh rüber zum Lenken, oder? Ja. Ich dreh einmal und dann, oder? Alles gut, dreh einmal. Dreh einmal. Leerlauf, alles okay. Gut. So. So, und? Okay, passt. Das ist nicht schlecht. Geil, Mann. Wie kann man da ein bisschen auf? Okay. So. Okay, passt. Alter, der steht da unten. Jetzt kommt er. Hey, Junge. Der steht einfach da, ja. Der Kollege. So. Also, Frühjahrsfisch. Leck mich am Arsch. Kollege Schnürschuh, weiß was er will. Einfach. Kurz, jetzt haben wir einen Baum. Raus, stopp, ja.
Geht schon, geht schon. So. Hier geht's sogar. Aber jetzt ist ein starker Fisch. Los, geht schon, geht schon, geht schon. Bring ihn da rüber. Aha. Alter, wieso ist denn der so bunt? Hast du das gesehen? Schau, ja. Den mal auch wieder Fisch ausschaut. Alter, der Schädel hat der Kohle. Frühlingsangeln hat geklappt. Der Fisch hat jetzt zwar keine 2 Meter. Wir schätzen den jetzt auf einen guten Meter. 70. Oder? 70, Meter 80. Größer ist er nicht. Aber um was geht's? Die Proportion von dem Fisch passt einfach überhaupt nicht. Schaut mal, wie dick das der vorne ist. Ich glaube, dass der da wirklich drinnen wohnt. Deswegen hat er auch keine Freund, weil er einfach wirklich von der Proportion einfach nicht der schönste ist. Aber was mir so taugt, er ist rappelvoll. Ein geiler Drill mit dem Felix, seine Ruten, weil wir fischen Run to Run. Als nächstes ist der Felix dran mit meinen Stecken, wird am auch taugen. Neue Erfahrung für ihn. Und den Kollegen, der darf jetzt natürlich wieder zurück in sein Element. Absolute Geilheit. Absoluter geiler Fisch, wir haben die größte Freude und wir machen weiter. Geil. Taugt mir, wenn der Plan aufgeht. Ich hab's nur zurückwippen sehen. Der hat er noch. Schau, wie er rausgeht. Sag mich die Forelle. Es ist die Forelle wieder, ja. Eins, was er nicht kann, ist kochen. Aber grillen? Das kann er auch nicht. Wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend, wie vorher schon gesagt. Jetzt haben wir natürlich den ersten Fisch auf der Habenseite. Das wird noch richtig gut. Lecker Thüringer Würste gegessen. Danke nochmal an den Chris. Ich beantworte meine ganzen Anfragen jetzt noch nebenbei für die Wallerwelt. Wir haben schon wieder einen nächsten großen Fisch noch rauben gehört, direkt am Boot, die Karpfen springen. Beißzeit. Wir haben auch Glück jetzt gehabt. Es hat jetzt aufgerissen, es ist komplett sternenklar geworden und kurz vor der Dämmerung hat die Sonne nochmal richtig schön ins Wasser und nicht direkt ins Wasser, aber so richtig schön nochmal das ganze Wasser eigentlich aufgehellt. Und das ist auch ein Grund, wo ich 100% davon überzeugt bin, dass das die Beißfaulen und satten Welse jetzt im Frühjahr, jetzt, die was sich nach dem Hochwasser schon angefressen haben, sicher nochmal animiert. Der Kollege war komplett voll, aber er hat trotzdem unsere Forelle noch gefressen. Und wir haben immer noch, wir haben wieder 6 Ruten scharf. Und als nächstes ist der Felix dran zum Brünnen. Schauen wir mal jetzt, was noch passiert. Bin ich gespannt. Ihr kommt natürlich mit. Oh, Doppelbiss. Das ist der von vorher. Okay, jetzt geht der rum. Der Felix dreht gerade. Na gut. Aber der steht richtig gut drin, der Kollege Schnürschuh, gell? Das Tolle ist, Leidels, dass wenn man so fischt wie wir, das ist jetzt nämlich die Oberflächenmontage gewesen, mit der Reißleine, die was jetzt genau so rumkommt, und genau kommt jetzt genauso runter, wie wir gesagt haben. Er hat selber angerissen, ist ganz gemütlich über die Barmer gegangen mit einem Einzelhaken, fetter Fisch. Und wir brauchen nicht einmal mit dem Motorboot fahren, also nicht einmal mit dem Boot fahren, im Motor starten, weil er ist uns nicht gegenkommen. In der Zwischenzeit kommt genau gegenüber noch einer Bissen. Der hängt, reißt die Reißleine, es ist wahrscheinlich so ein kleiner, aber ja, immerhin Zielfisch. Ui, hallo, hat er gesagt. Und das Bleckezeug gearbeitet. Jetzt tu nicht also so billig. Kein. Jetzt tu doch nicht so. Meter hat er nicht. Okay. Den hat der Kollege. Sauber, geil. Der Kollege hat alle Wunden, der hat schon mal gehängt. Schau, das haben wir auch. Ja, gestern schon mal. Ha? Boah, das ist zu fuck, Mann. Hallo! Hallo, hör auf mich zum Beißen! So, das Resümee am Morgen. 3 gerade Stecken. 4 gerade Stöcke, Felix seine, wo wir den anderen gefangen haben, 2 Fehlbisse, einen im Holz ausgeschlitzt und kurz jetzt vor der Morgendämmerung ist jetzt der
Ein richtig bombastischer Fisch, wie es gesehen hat, zum Triller eingestiegen. Und den werden wir jetzt am Ufer ablichten. Auf Stein ist nichts gegangen, also ich kann jetzt zu den Gästen sagen, Oberfläche läuft. Der Versuch macht schlau. Schauen wir uns den Fisch einmal an. Schaut euch das an, das Resultat von heute Nacht. Wir sind auf die Morgenstunde jetzt gekommen, der Fisch hat nicht ganz 2,15. Einen haben wir gehabt mit nicht ganz 1,80. Und ja, was will man mehr? Was will man mehr? Schaut euch die Bomben an, fetter Frühjahrsbolle. Hat sogar einen kleinen Einschlag da von einem Mandarin. Der kommt jetzt gleich wieder retour. Absoluter geiler Fisch. Absolut geil. Das Resümee. Da hinten hat der große Fisch gebissen. Und wie gesagt, im Frühling, da liegt ein umgefallener Baum drinnen. Der Baum ist auch abgestorben. Da sieht man am Echolot, dass das unter Wasser auch so ausschaut. Deswegen haben wir hochgeangelt, dass wir den Fisch gleich wegbekommen. Aber er ist eh runtergeschwommen. Aber das Resümee, wie am Anfang vom Video gesagt, hinter die Bäume auch versunkene Bäume. Es haben beide Fische dort gebissen. Der dritte, was leider ausgestiegen ist, war auch so ein ähnlicher Platz. Ja, ich sage wieder danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp war für euch dabei. Ich gehe mir jetzt einmal sauber machen und plan meinen nächsten Trip und schauen wir, wie es jetzt weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Jörn Tropacher. Grüß euch.